Hallo YouTuber, heute zeige ich euch, wie man El Capitan über einen USB-Stick frisch installieren kann. Davor müssen wir aber erst einmal einen Stick präparieren. Dazu gehen wir ins Internet und laden uns als erstes das Programm runter. Disk Maker X von der folgenden Seite. Gehen runter und laden uns das hier über diesen Link herunter. Ich habe das schon getan. Die Installation läuft ganz normal. Als zweiten Schritt benötigen wir El Capitan selber. Dazu gehen wir in den App Store und öffnen El Capitan und gehen auf den Ladebalken und er fängt dann an, es zu laden. Nach dem Herunterladen sollte sich das El Capitan Fenster öffnen für das vorhergesehene Update. Da ich aber schon das Update habe, brauche ich das jetzt nicht machen. Bei allen anderen sei gesagt, nicht auf Weiterklicken, sondern oben, ganz normal wie man es kennt, hier in den gelben Bereich klicken und erstmal minimieren. Dann gehen wir auf unser zuvor installiertes Diskmaker. Es öffnet sich. Dann schließen wir einen mindestens 8 GB großen USB-Stick an. Unter dem geht gar nichts. Warten, bis dieser initialisiert wurde. Da oben ist er auch schon. Dann klicken wir hier auf El Capitan. Und dann sagt er, er hat Mac OS X Installation gefunden in Programme. Möchten wir dieses OS X verwenden? Ja, möchten wir. Sagen wir, diese Version verwenden. Dann fragt er, welche Medium wir nutzen. Wir möchten einen 8 GB USB-Stick nutzen. Dann müssen wir kurz warten. Da haben wir dann auch schon das Fenster, dass er sagt, er hat einen USB-Stick erfunden. Dann klicken wir drauf. Dann klicken wir weiter auf dieses Medium verwenden. Dann kommt das nächste Fenster, wo drin steht, dass er den ganzen Stick löscht. Wir sagen bestätigen. Dann steht da drin, dass im nächsten Schritt die Administratorrechte benötigt werden, wo wir dann Kennwort und Administratorkonto eingeben müssen. Klicken wir auf weiter. Dann wird der Stick vorbereitet zum Löschen. Und wird gelöscht und dann wieder eingefügt. Nachdem unser Stick dann wieder da ist, öffnen sich einige Fenster und er sagt, er möchte gerne unser Passwort haben zur Installation oder die Apple ID, je nachdem, was wir eingegeben haben. Dann drücken wir wieder auf OK und der Übertragungsvorgang beginnt. Das dauert jetzt einige Zeit. Ich melde mich dann wieder, wenn er fertig ist. Nachdem wir dann das Brüllen bekommen haben, wird uns signalisiert, dass der Stick jetzt fertig ist. Danach gehen wir einfach auf Beenden, schließen das Fenster und dann können wir unseren fertigen Installationsstick auswerfen. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, lasst was in den Kommentaren und vielleicht sieht man sich beim nächsten Video. Vielen Dank, tschüss!